Und willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Und ja, immer noch im Blitztempel sind wir am Rumlungern, aber nicht mehr allzu lange, denn wir sind kurz vor der Vollendung des Tempels, wenn man es so sagen kann. Wir wollen uns natürlich nur noch eine Kleinigkeit aneignen und dann hätten wir den Tempel auch weitestgehend eigentlich gut durchforstet und können uns dann zum letzten roten Stein auf dem Podest stürzen. Ja, und ihn entfernen. Und dann werden wir mal sehen, was das Spiel so weiter an Überraschungen für uns bereithält. Zack, aber hier erstmal wieder den dunklen Weg, der nicht ganz so dunkel erscheint, wie mir in Erinnerung liegt. Entlanglaufen und dann mal sehen, was wir dort oben... Hilfe! Gleich bekommen werden. Ich meine, in Erinnerung zu haben, dass es irgendwas für Regal war, so eine Waffe. Und das wäre eigentlich gar nicht so schön, denn den haben wir eh kaum im Team bisher. Zack, aber erstmal gucken. Super Schien, ja doch, das ist für Regal. Ah, gut, aber besser als ein Erfahrungsgemmel Level 3. Zack, deswegen rüsten wir ihm. Oh, der hat ja noch die Anfangsschienen. Naja, da wird das mal Zeit. 653 Angriff. Schön. Na. Komm, geben wir dem noch einen Spitzhut, dann sieht er noch dementsprechend aus. Verteidigung wird zwar nicht erhöht, aber nun ja, ich würde sagen, wir nehmen hier wieder die altbekannte Abkürzung. Zack. Ciao, Leute. Apropos Leute, wir laufen schon wieder eine ganze Zeit lang mit Leute rum, oder? Dabei ist das ja eigentlich Chinas Tempel und somit auch Chinas Aufgabe. China läuft immer rum. Wobei, jetzt für den... Nein, nicht für, sondern einfach so, ich tausche mal Genius mit Presayer aus, ohne jeglichen Hintergedanken. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt alles hier. Machen wir uns zum Podest auf. Zack, den noch kurzhand paralysiert. Und da steht der letzte Stein. Zack. Peng. Und dann würde ich mal sagen, ja, keine Zeit verlieren, prüfen wir das Ding und... Wow, wieder ein Blitzableiter. Finally time. Here I go. He's just like before. What the hell is he saying? Sheena, calm down. I'll translate. I am one who is bound to Mythos. Who are you? Mythos again? How could he make pacts with summoned spirits in both Tethe'ala and Silveront? Yeah. Maybe Mythos went back and forth between the worlds with a Riard as well. I am Sheena. I ask that thou annulst thy pact with Mythos, and establish a new pact with me. He says that his pact with Mythos is broken, but he no longer desires a pact. I will have no more dealings with people, therefore I desire no pact. No, we need your help! Sheena, be careful! Oha, oha. Was für ein Fieser. Oh oh. Sheena, get a hold of yourself! But... Voltz just lost his faith in people. Make your vow and try forming a pact one more time. You can do it, Sheena. Corinne! I'm sorry that I couldn't be of more help.
Subdue Volt by force! Don't let Corinne's effort go to waste! Otherwise, you'll spend the rest of your life haunted by Volt's shadow! For the sake of everyone that risked their lives to protect me, Volt, I demand your power! Oh, ganz schön sauer. Die Sheena. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns Volt. Und dieser Kampf wird geil. Auch wenn er nicht dementsprechend aussieht. Ist halt einfach eine Blitzkugel. Aber man kann sich damit anfreunden. Erstmal ein magisches Auge auf Volt. Und man sieht, der hat ganze 24.000. Und Genius, du bist ja so ein Genius, dass du den mit Volt angreifst. Hä? Naja. Egal, ich hoffe, Genius wird das noch ändern und ein bisschen mit Erde angreifen. Wenn er dementsprechend klug genug ist. Derweil soll er uns aber mal schnell bitte ein schönes Citrus-Gel geben. Nee, ein Ananas-Gel, genau. Auf Leut! Zack, dankeschön. Und dann klatschen wir dem erstmal eine Unisono-Attacke rein. Bäm, bäm, bäm. Und zack. Dann kriegt er erstmal wieder ein Fiery Beast rein. Zack. Schön. Gut, ja, damit kann man leben. 6.000 haben wir schon abgezogen. Auch wenn ich lieber auf der linken Seite stehe, um zu kämpfen. Dankeschön. Zack. Aber fies sieht er schon aus. Und oh, wie er auch gehandelt hat, dass er sich einfach nicht anschließen wollte. Und dann greift er uns an, anstatt zu sagen, geht doch bitte. Richtig aggressiv. Aber Elektrizität ist ja auch in der Natur ziemlich aggressiv. Kann man nicht anders sagen. Also finde ich schon gut getroffen. Vor allem sieht er halt auch aus wie ein Kugelblitz und es gehen ja die Gerüchte um, dass Kugelblitze teilweise ein Eigenleben entwickeln können. Und deswegen finde ich, ja, wäre das schon eine schöne Anspielung darauf. Ach, Sheena ist gestorben. Das wollen wir natürlich rückgängig machen. Ein Wasser des Lebens für Sheena! Zack, steh mal wieder auf! Oh, die Hälfte haben wir schon. Die Hälfte des Spaßes ist schon um. Aber es, oh, nein, 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 nein. Masterfield, oh mein Gott. Komm her, dich machen wir fertig. Wir müssen immer in Corinne rächen. Zack. Und Zelos, du bist in deinem Heilen aber gerade nicht sehr bewandert, muss ich feststellen. Vielleicht hätte ich doch Rain mit reinnehmen sollen. Zack, ein Apfelgel für uns einmal. Dankeschön. Das war knapp. Hey, jetzt hör doch mal auf, hier so auszurasten. Ja, klar nicht. Gut, stell mal einmal ein Wasser des Lebens auf uns. Und mittlerweile hat Volt irgendwie seine, ja, zweite Hälfte erreicht, wo er ein bisschen heftiger angreift. Genius. Ich denke, wir müssten definitiv noch eine Trainingstechnik einlegen, wenn wir bei ihm schon einen kleinen... au. Ich wollte gerade erst nur sagen, ein klein wenig schwächeln, aber das klein wenig ist gerade arg viel geworden. Hey, jetzt lass mich doch hier erstmal einmal zum Zuge kommen. Oh, bo. Da haut der rein wie nichts. Mal sehen, ob wir ihn noch retten können, was ich bezweifle. Deswegen beleben wir Sheena kurzerhand wieder. Zack. So, jetzt müssen wir uns hier aber ranhalten. Einmal Sheena schnell heilen mit einem Citrus-Gel am besten. Gönn dir, Sheena. Oh nein, voll auf uns, du Schwein. Sheena, einmal bitte ganz schnell uns wiederbeleben. Ich werde doch jetzt wohl nicht verkacken. Oh oh. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet, dass uns dieser Kampf auch nur im entferntesten Probleme bereiten könnte. Aber schön, freut mich umso mehr, der Volt. Richtig schön. Ja, genau, er will heilen. Sheena, wenn du das überlebst, belebst du Genius auch mal wieder. Ich gebe dir dann gleich sofort ein Citrus-Gel, sobald das heilt. Sobald ich die Zeit dazu habe. Und du kannst währenddessen Schaden machen. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft. Und ich hoffe gleich, wenn wir uns alle ein klein wenig geheilt haben, dass wir dann mal wieder zu einem etwas größeren Angriff kommen und den ganzen Kampf auch beenden können. Zack. So. Sheena, du kannst doch einmal gleich den Genius heilen. Zack. So, und jetzt machen wir dich fertig, Volt. Oh, Masterfield. Aua, aua. Scheiße. Da bin ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr schnell genug rausgekommen. 5.000 hat er noch. Ein gutes Viertel noch. Zack. Oh, 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 oh.
Zelos, Zelos, was machst du nur? Ein Citrus-Gel, wir haben ja genug davon auf dich. Und dann sollte er doch mal China bitte schleunigst heilen, während China uns heilt. Das ist doch optimal. Und danach geben wir uns wieder ein TP. Und Genius greift mal mit Erde an. Schön. Wir brauchen neue TP. Ich kann keine Kombos mehr machen. TP einmal. Ananas-Gel auf uns. Die anderen haben noch genug. Die sind sorgfältig damit umgegangen oder oft genug gestorben. Je nachdem, wie man es sehen will. Ja, das macht irgendwie gar keinen Schaden, weil er schwebt. Egal, wir hauen ihm eine Unison-Attacke rein, bevor er mit seinem Thunderblade uns auch nur den geringsten Schaden machen kann. Zack, zack, zack. Ab in den Sack und ja! Down ist er! Yes! Wir haben einen Smaragdring erhalten und jeder hat ein Level, denn er hat unglaubliche 4117 Erfahrungspunkte gegeben. Und das Galt ist aber ein bisschen mickrig, oder? Naja, egal. Da wollen wir uns nicht beklagen. Volt says, make your vow. Endlich! Just like I said. For the sake of everyone that risked their lives to protect me. And for Karim's sake as well. I want to save both worlds. The vow has been made. I entrust my power to the Pact Maker, Sheena. It's over. Oh, what's happening? A link between the two worlds has been severed. Wait, I'll translate. The two opposing forces of mana were severed just now? What does it mean for the mana flow to be severed? Mana flows from the world in which the summoned spirits sleep to the world in which the summoned spirits are awake. This is the first time the summoned spirits have been awakened in both worlds at the same time. Because of this, the mana connecting the two worlds has been eliminated. Does that mean that Silveront and Tethiala have stopped competing for each other's mana? I do not know. The only thing certain is that the flow of mana between the worlds has been severed. Yes. Eventually the worlds shall separate. You mean the two worlds will split apart? That's perfect. Then they'll stop competing for each other's mana. There are five seals in Silveront, and since there wasn't a summoned spirit at the fifth seal, we should be able to sever all of the mana if we awaken the summoned spirits that correspond to the other four seals. Maybe. So, if we awaken Tethiala's summoned spirits, we'll save Silveront without having Tethiala go into decline, right? At the least, the mana connecting the worlds will disappear. And the two worlds will separate. I see. So the seals serve as a link between the two worlds. We owe it all to you, Sheena. And Corinne as well. Huh? Because the two of you risked your lives to form the pact with Volt, we now know what the seals do. That's right. It's thanks to both of you. Corinne, thank you. Erhalten Corinnes Glocke. Zack. Und ein Sardonyx. Und China lernt Lightning. Und ja, die Beschwörung Lightning. China erhält den Titel Beschwörerin und
Ja, gut, wir können es bewegen. Dank Sheena und Corinne natürlich haben wir jetzt auch erfahren, was wahrscheinlich unsere nächsten Ziele sind. Und zwar weitere Siegel brechen, um halt das Mana zwischen den Welten zu eliminieren. Aber unser primäres Ziel ist natürlich erstmal Colette zu retten. Was denn sonst? Ohne sie macht ja alles nur halb so viel Spaß. Immer verlieren wir Colette. Oh, für Deprimierte. Ja, in der Tat. Okay, nun sollten wir den Weehearts einen Besuch abstatten. Hast du überhaupt keinen Anstand? Sheena ist deprimiert. Was soll das? Warum soll man sich über Dinge den Kopf zerbrechen, die längst Geschichte sind? Oh, Zelos. Du Eisklotz. Wie kannst du nur so etwas sagen? Sheenas Traurigkeit ist tief und schmerzhaft. Bitte, Zelos, halt einfach mal deine Klappe. Okay, okay. Aber wenn jeder um sie herum sie wie ein rohes Ei behandelt, wird sie noch deprimierter. Idioten. Das stimmt wohl in der Tat. Zelos, Zelos, deine Denkweise. Weniger emotional, mehr rational, wie es den Einstein hat. So, aber ich würde sagen, oh, wir sind ja schon längst mit dem Part am Ende. Okay, dann würde ich sagen, beende ich vorerst den Part und im nächsten Part machen wir uns dann, wie abgesprochen, auf zu den Weehearts, um Colette zu retten. Also, ciao!